Servus, liebe War Thunder Ground Forces Community. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt die nächste Folge eines Gast Replays. Ihr schickt es, ich kommentiere es. Das ist das Format, in dem ihr mir eure Replays, eure Runden, die ihr gerne auf meinem Kanal sehen möchtet, mir zukommen lasst und ich das Ganze kommentiere. Heute geht es um eine Runde von Jan Gustl. Der ist mit einem Panzer unterwegs gewesen, den man doch, finde ich, recht selten sieht. Das kann aber natürlich auch daran liegen, weil ich auf dem BR nicht mehr so viel unterwegs bin. Deswegen seht es mir nach. Es kann natürlich sein, dass der dort doch häufiger unterwegs ist. Es geht um den M4A5 und zwar den Ram. Dieser kleine schnucklige Panzer hier, der den Weg ins Spiel im letzten Update gefunden hat. Bei meinem Update-Ausblick-Video bin ich diesen Panzer auch auf dem Testgelände gefahren. Und er ist meiner Meinung nach, also für mich persönlich, das, was ich auf dem Testgelände gesehen habe, beziehungsweise wie er da auch gefahren ist, er ist mir einfach zu unagil, er ist mir zu schwerfällig, obwohl er so klein ist. Wobei ich mir auch schon von einigen habe sagen lassen, dass der Panzer doch eigentlich recht gut sein soll. Ich habe ihn mir dennoch nicht gekauft. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal das Replay von Jan Gustl an. Mal sehen, was er dort alles gerissen hat. Wir haben es ja eben gerade kurz in der Übersicht gesehen, beziehungsweise schauen wir doch einfach mal, wie der Panzer sich dort in diesem Replay verhält. Wie immer gilt natürlich, ich habe das Replay vorher nicht gesehen, das heißt, ich gehe genauso blind in diese Wiederholung rein wie ihr. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Und da sind wir auch schon. Wir sind auf El Alamein unterwegs. Und der Jan Gustl hat es ganz wie für die kanadischen Panzertruppen das typisch gewesen ist, sich natürlich auch das entsprechende Panzertruppen-Emblem auf dem Turm drauf gepackt. Was hat er dabei? 67 Granaten APC-BC mit Schutzkappe und ballistische Haube. Hier haben wir ein Pen von 100 mm auf 500 Meter bei 90 Grad Aufschlagswinkel, bei 60 Grad sind es immer noch 90 mm und ansonsten sind es 112 bzw. 101 mm. Das ist auf dem BR, glaube ich, ganz in Ordnung. Dann noch 5 HE-Granaten für die eher leicht gepanzerten Ziele. El Alamein natürlich eine der größten Maps, die wir hier im Spiel haben. Da dauert es natürlich auch entsprechend lange. Ja, hier im Gegnerteam haben wir schon einen Teamkeller. Super. So. Dann schauen wir mal, wir spulen mal ein bisschen, damit wir hier die großen Entfernungen schneller zurückgelegt bekommen. Der Jan Gustl fährt zu Alpha. Wir haben hier noch keine Gegner in Sicht. Natürlich über die Düne rüber sneaken. Ah, da unten ist schon einer. Ich kann jetzt nur sehen, dass es eine Selbstfahrlafette ist, also ein Panzerjäger. Der Gegner nimmt Alpha schon ein. Ah, das ist ein Stuck. Kurz. Noch ein Stück zu kurz. Das dürfte jetzt zu weit gewesen sein. Nee. Das ist zu weit. Da hat er drüber geschossen, hätte er noch ein Stück weiter runter zielen müssen.
Nee, nee, zu kurz. Nochmal zu kurz. Ja, so müsste es jetzt hinhauen. Die Stuck, die frisst aber auch, mein lieber Scholli hat die jetzt geschluckt. So, Abschuss Nummer 1. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, hier unten geht jetzt ein bisschen Action. Was haben wir hier? Da kommt ein Panzerbefehlswagen 4. Da steht noch eine Stuck 3G. Panzer 4G. Ah, da hilft ihm die Gun Depression nicht. Ah, gefährlich, 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 was er jetzt macht. Da hilft ihm die Gun Depression immer noch nicht. Da würde ich mich jetzt erstmal um das Sturmgeschütz kümmern. An seiner Stelle. Jawohl, sehr gut. Und gleich den 4G. Okay, Getriebe kaputt, aber er hat jetzt natürlich die Chance zu schauen, wo der Schuss herkam. Brennend geschossen. Nimm doch den 4G raus. Danke. Abschuss Nummer 3. Ja, zumindest die Turmbesatzung. Das ist ja jetzt nicht. Geschützverschluss beschädigt. Schuss gebounced, Abschuss Nummer 4. So, das waren jetzt drei sehr dankbare Ziele. Aber bei dem Winkel hat er relativ lange gebraucht für den Panzerbefehlswagen 4. So, jetzt schön vorsichtig. Da drüben steht auch noch ein Panzerjäger. Aber jetzt sollte er eigentlich... Ja, die sind alle hinter Artis und Flax. Da hinten ist noch eine Su 122. Die steht hinter einer Düne. Die macht ihm also keinen Stress. So, nochmal reinfahren in Alpha. Alpha Cap. Da ist noch eine Henschel 129. Ja, das kann man mal machen. Vor allen Dingen, wenn sie so schön eindreht und auf ihn zufliegt. Hat er sie erwischt? Er hat sie tatsächlich erwischt. Nicht schlecht, sehr schön. Aber gut, da muss man auch ganz klar dazu sagen, okay, sie hat ihm jetzt zwar die Kette gezogen, aber da muss man auch ganz klar dazu sagen, der Anflug von der Henschel war jetzt auch nicht der intelligenteste. Und das sage ich jetzt nur anhand dessen, was ich gesehen habe, wie sie auf ihn zugeflogen ist. Ich fliege ja selber eher selten. Aber das ist natürlich für einen Panzerfahrer ein dankbares Ziel, wenn einem ein Flieger so auf einen zufliegt. So, wir haben jetzt schon ein bisschen was gebounced bekommen am Panzer. Von daher gar nicht mal so schlecht. Er stand vorhin aber auch recht gut gewinkelt. Jetzt kommt der nächste Flieger auf ihn zu. Eine russische SB-2. Ah, das hat leider nicht geklappt. Denn alle, wieso? Der war sehr schön. Der war sehr schön. Schön mit der Hardgun-Munition, beziehungsweise hier mit der APCWC. Schön direkt vorne ins Cockpit rein. Sehr schön. Sehr schön gemacht.
So, an dieser Stelle habe ich das Replay beendet, denn die Runde war dann auch schon gelaufen. Mehr Abschüsse hat Jan Gustl nicht mehr gemacht. War auf jeden Fall ein schönes Replay, besonders die letzten beiden Abschüsse mit den Fliegern. Das war nochmal sehr, sehr unterhaltsam. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich natürlich auch über ein entsprechendes Abo. Und wenn ihr mir euer Replay auch zukommen lassen wollt und dieses Replay hier bei mir auf dem Kanal sehen wollt, dann ladet es gerne hoch. Und zwar gibt es einen offiziellen Thread dazu im War Thunder Forum. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und es ist völlig egal, ob ihr High-Tier, Low-Tier, Mid-Tier, ob ihr High-BR, Low-BR, Mid-BR, nenne ich es jetzt einfach mal, fahrt. Völlig wurscht. Hauptsache, das Replay ist recht unterhaltsam, beziehungsweise es gibt besondere Situationen dort zu sehen, die vielleicht nicht immer in dem Spiel vorkommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Raibon.